So, Aufzeichnung läuft. Ich starte noch das Jingle. Cool, jetzt haben wir es doppelt gehört. Ist auch okay. Ich begrüße alle hier live und auch alle, die sich das später ansehen werden, ganz, ganz herzlich. Ich entschuldige mich nochmal, dass wir ein bisschen zu spät dran sind. Aber ich finde, wir haben das wirklich super gelöst, noch in dieser kurzen Zeit. Ich danke allen, die an der Lösung dieses Problemchens beteiligt waren. Ich möchte nochmal sagen, es lag nicht an uns. Ja, herzlich, herzlich willkommen. Einige Fragen haben wir schon in einem Etherpad gesammelt, das auf unserer Homepage zu finden ist. Und es ist hier im Chat auch noch einmal eingetippt. Ja, ganz herzlich willkommen an unsere bisherigen Referenten, Herrn Michael Geleicht, der schon zweimal zu Gast war und uns großartig unterstützt hat. Andreas Zimmer, der den Startvortrag gegeben hat, inhaltlicherweise, der ins kalte Wasser gesprungen ist, und Jörg Lohrer, der sich zuständig fühlt für offene Inhalte und Materialien. Es gibt ja auch inzwischen schon einige Fragen in diesen Bereich hinein. Ja, ich würde mal sagen, wir können so verfahren, dass wir die Fragen einfach abarbeiten. Aber ich möchte vorher mal fragen, gibt es jetzt von denen, die aktiv hier sind, eine Frage? Wollt ihr gleich mal aufzeigen und euch zu Wort melden? Ich denke, das sollte mal Priorität haben. Also Möglichkeit aufzuzeigen und sich hier live zu Wort zu melden oder in den Chat was hineinzuschreiben. Ich lese hier fröhliche Genau. Männerrunde. Ich habe die Teilnehmerliste noch gar nicht so angesehen. Okay, nein, Uli Naske ist hier. Uli, danke, dass du unseren Gender-Ausgleich irgendwo leistest. Schön, dass du dabei Ihr bist. könnt auch direkt in den Chat reinschreiben und dort kleine Plusse setzen für die Fragen, die euch brennend Genau. interessieren. Dann wissen wir auch so ein bisschen, wo die Prioritäten heute Abend für uns liegen dürfen. Genau, sonst lese ich hier Theologie im kompetenzorientierten Unterricht, hat schon mal 4 Sternchen oder 4 Kreuzchen. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dieser Frage an. Eine Frage, die von mir stammt und die mich brennend interessiert. Nachdem wir ja von den Schülern ausgehen und die Frage für mich ist ja, wenn ich meine Schüler fragen würde, wollt ihr was zur Theologie machen oder über Gott und Jesus reden, gibt es sicher eine ganze Menge, die sagen, nö, möchte ich nicht. Ja. Die auch sagen, interessiert mich in meinem Leben nicht. Ja, wo sind dann Anforderungssituationen? Ja, wie kriegen wir die ans Boot? Darf Theologie im kompetenzorientierten Religionsunterricht überhaupt noch vorkommen, wenn es meine Schüler nicht interessiert? Ich sage das mal überspitzt so, provozierend. Wie würden Sie darauf antworten? Oder wie haben Sie das gelöst? Herr Michael Geleicht, Sie schmunzeln schon leicht. Fühlen Sie sich angesprochen? Okay, ich will gerne mal, können Sie mich hören? Ja, Können Sie sehr mich gut. hören? Okay, ich will Ja. gerne mal den Versuch starten. Bin ein bisschen gerade hängen geblieben an Ihrer Formulierung Interesse. Also mir wäre es wichtig, da an der Stelle nochmal deutlich zu machen, also ich selbst vertrete die Ansicht, dass diese Idee der Schülerorientierung nicht unmittelbar jetzt bedeutet Schülerinteresse, sondern Schülerorientierung bedeutet, die Aktivität im Unterricht, die ist auf Seiten der Schülerinnen und Schüler. Natürlich ist die Motivationsfrage immer auch mit zu bedenken, aber die scheint mir an der Stelle nachrangig zu sein. Das würde ich mal so als erstes formulieren. Und als zweites, es gibt einen Kollegen, der verfolgt das Konzept des Theologieunterrichtes, weil er sagt, das sei die primäre Domäne unserer Profession, und er versucht gerade auch in der Kursstufe, in der Oberstufe, Schülerinnen und Schüler für diese Domäne zu gewinnen.
Ich kann dem so persönlich wenig abgewinnen, weil ich es für bedenklich halte, so eine Abbilddidaktik in der Schule zu liefern. Also nach dem Motto, wir haben das universitäre Curriculum und übertragen das mehr oder weniger eins zu eins in die Schule. Ich halte es allerdings sehr wohl für geboten, eine Offenheit zu haben und auch deutlich zu machen, dass die Theologie ja nicht in erster Linie eine akademische sein muss, sondern sehr wohl eine existenzielle. Also Konzepte der Kindertheologie zum Beispiel sind ja entsprechend ausgerichtet, dass sie sagen, im Grunde haben Kinder und Jugendliche Fragen. Und ich denke, wenn wir für diese Fragen offen sind, dann ergibt sich automatisch die theologische Dimension. Ich habe noch so im Hintergrund, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Mailverkehr war oder in irgendeinem Vortrag, dass immer wichtig ist, so diese Wozu-Frage. Ja, wozu brauchen meine Schüler das? Ja, jetzt könnte ich provokant sagen, manche meiner Schüler brauchen das gar nicht. Zumindest sind sie dieser Meinung. Ja, also ich antworte mal Während ich direkt, einer weil ich gerade auch großbildeten so. Schule höre ich das ja auch oft. Wozu brauche ich das? Nun, ich unterrichte am Gymnasium und habe vielleicht da eine etwas andere Situation. Das bitte ich jetzt einfach mal zu entschuldigen. Ich sage das mal so kühn. Mir scheint wichtig zu sein, dass, also zumindest mache ich auch die Erfahrung in meinem Unterricht, dass Schülerinnen und Schüler sehr wohl Fragen stellen. Existenzieller Art, nach Sinn, nach Erklärung von, also nach der Theodizee-Frage meinethalben, oder auch die Frage nach Gottesvorstellungen und die Frage nach Gemeinschaft im religiösen Kontext und die Frage nach bis hin zur Liturgie oder Spiritualität, wie auch immer. Diesen Fragen nachzugehen, da werden Sie selbst dann in der Situation auch merken, dass sie das sehr wohl im weitesten Sinne des Wortes brauchen, also ich würde eher sagen, dass das ihre Lebenswelt ist. Also diese Funktionalisierung oder diese Instrumentalisierung schulischer Bildung, da bin ich sehr skeptisch. Also jetzt mal etwas kühn oder holzschnittartig oder vielleicht provozierend formuliert. Lesen, Schreiben, Rechnen, das lernt man in der Grundschule und das braucht man. Die binomischen Formeln, ich brauche sie nicht. Also dieses Argument, was brauche ich von dem, was in der Schule gelernt wird, das werden die auch sehr schnell merken, dass das nicht sticht, meines Erachtens. Dankeschön. Andreas Thiem hat sich auch zu Wort gemeldet. Und Christian dann auch noch, sehe ich gerade. Ja. Andreas, du warst der Erste. Magst du was dazu sagen? Genau, also mich hat das auf zwei Gedanken gebracht. Wegen der Kompetenzorientierung fällt mir ein, dass ich als Religionslehrer auch mal das Problem hatte, dass ich mich gefragt habe, warum müssen die das jetzt eigentlich lernen, was da im Lehrplan steht. Solange man so den Lehrplan auf seiner Seite hat, kann man sagen, okay, steht im Lehrplan, muss man sich nicht beschäftigen. Das hilft einem aber nicht wirklich, wenn man Schülerinnen und Schülern gegenübersteht oder Eltern. Ich habe aber gelernt bei der Kompetenzorientierung, dass diese Formulierungen, die man einträgt, eine gute Struktur machen und mir selber immer zu der Klarheit verholfen haben, dass das tatsächlich etwas ist, was man im Leben braucht. Also wenn man eine Kompetenz gut durchformuliert und elementarisiert ist, verhilft es sozusagen, so eine letzte Plausibilisierung einzutragen für den Unterricht. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und dann wollte ich noch sagen, Reinhard, ich fand das irgendwie witzig bei der Anmoderation, dass man sagte, ja, Religionsunterricht ohne Theologie, ich habe das gar nicht verstanden. Ehrlich gesagt, was soll denn das sein, ein Religionsunterricht ohne Theologie? Da fällt mir noch ein, na, vielleicht eine Art Ethik oder so, aber habe jetzt aber von Herrn Michael Geleicht das ein bisschen anders nochmal gehört und das auch verstanden und habe für mich selber jetzt formuliert, es gibt scheinbar Schülerfragen, würde ich jetzt so formulieren, die am Religiösen interessiert sind. Und die christliche Theologie oder auch die islamische Theologie oder die jüdische Theologie, die bieten so eine Art Referenzrahmen oder so eine Art, so ein Portfolio an Antworten, die mir dafür helfen, eine eigene Antwort zu finden. Eine, die mir hilft, meine Lebensfragen zu beantworten. Also so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Interdependenz oder sowas.
Haben dann Glaubensbekenntnis und ähnliches auch einen Platz im Unterricht? So, ich würde es ja frech so formulieren, meine Schülerinnen haben auch das Recht, sozusagen, die Basics ihrer eigenen Religion, dieses Referenzrahmens zu erfahren. Naja, Oder sind nicht wir da nur nur erfahren, sozusagen absolut. bei der Schülertheologie? Oder sich damit Nee, das auseinanderzusetzen, würde ich nicht ne? sagen. Ich, Das zum Thema zu machen. ja, ich meine, im Osten würde ich sagen, wäre schon nicht schlecht, wenn man die kennt, auch wenn man nicht in der Kirche ist. Also zum Beispiel so eine Frage, na, das ist doch ein, jetzt will ich mal eine lustige Geschichte erzählen aus der Schulbucharbeit, fand ich echt witzig. Die Frage, na, wir haben festgestellt beim Lehrplan, bei der Lehrplanarbeit für Sachsen-Anhalt, die Fragen, die wir so in der wissenschaftlichen Theologie und der Ekklesiologie verhandeln, dass die nur ein Thema sind im Osten. Also ich weiß nicht, worüber ich gestolpert bin, dass die Fragen nach ekklesiologischen Fragen in Baden-Württemberg irgendwie nicht kamen. Vielleicht hat sich das auch verändert. Ich habe das jetzt ganz aktuell nicht auf dem Schirm, aber ich fand das schon merkwürdig, dass die Frage nach Kirche in einem Raum gestellt wird, wo Kirche also kaum noch vorkommt. Und dann bleibt natürlich die große Frage, was kann man, wenn man selber nicht in der Kirche ist, von der Kirche lernen. Wir haben das in so eine elementare Frage aufgelöst, was ist Wahrheit? Also, dass die Kirche beispielhaft nach dem sucht, was Wahrheit ist und wie Wahrheit generiert wird, wie Wahrheit entsteht, welche unterschiedlichen Verständnisformen von Wahrheit dahinter stehen. Und das wiederum wäre dann quasi, da wäre Kirche dann quasi ein, also ein Beispiel. Man kann das auch an anderen Dingen auflösen, aber es wäre eine Frage, die, wo man elementar nach Wahrheit fragen kann. Vielleicht so. Danke. Christian hat sich noch zu Wort gemeldet. Ja, also ich will das aufgreifen, was da Andreas gesagt hat, dass es da eben durchaus immer wieder Anforderungssituationen gibt, die dann sehr unerwartet kommen. Also heute Morgen kam meine Tochter, die ist auch im Gymnasium in der Oberstufe aus dem Unterricht nach Hause. Das war Geschichtsunterricht oder was. Und da haben die über Frankreich geredet, französische Geschichte und über Leibniz und die Monadenlehre. Und dann hat da irgend so ein Pfarrer dann den Sündenfall reingebracht und die, na sagen wir mal, 90% der Schüler, hä, was? Keine Ahnung. Und da merkte ich, dass die halt dann vor einer Anforderungssituation standen. Und zwar einer, die sie eben nicht bestehen konnten, weil sie der in den ganzen Jahren nie was mit dem Sündenfall gemacht hatten und keine Ahnung hatten. Also ich denke, das begegnet einem schon, vor allen Dingen so im Bildungsbürgertum, solche Begrifflichkeiten, die dann auch, ja, eher wie die binomischen Formeln einem dann irgendwann mal über den Weg laufen. Und dann ist es blöd, wenn man es nicht mehr drauf hat oder noch nie drauf gehabt hat. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die mir begegnet ist, ist diese Geschichte mit der Erfindung des Autos zum zweiten Mal. Dass man also merkt, wo Leute da sozusagen Tabula rasa sind, dass man da über Fragen diskutiert, die vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden längst nicht durchdiskutiert sind und über die man sich eigentlich informieren müssten, weil die eigentlich gelöst sind. Und das regt mich immer auf, muss ich sagen, wenn ich dann merke, da ist gar nichts. Und da denke ich, Theologie gehört da wirklich zum Bildungs, ist Bestandteil von Bildung. Und dann gibt es noch die dritte Ebene, dass nämlich Theologie wichtig ist für einen, eben zur Bewältigung von Lebensfragen. Und da denke ich, ist es wichtig, weiterzumachen an dem Punkt, wie zum Beispiel Kinder theologisieren und wie man seine eigene Theologie entwickeln kann, dass man Kindern, also ich selber bin ja an der Grundschule, die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Wege zu finden in Sachen Theologie. Das Ja, war's. danke. Reinhard Kirsti hat sich zu Wort gemeldet und dann anschließend Michael Geleicht. Ich freue mich über Ja, diese rege Diskussion. ich habe ja sehr viele Lehrpläne miterlebt, auch die Veränderungen. Und mir ist immer wieder aufgefallen, und das scheint bei allen Diskussionen zu sein, dass man mit dem Begriff des Bekenntnisses sehr vorsichtig sein sollte, was die Schüler betrifft.
dass auf der anderen Seite ja der Dialog und die Auseinandersetzung Schüler in eine gewisse Richtung bringen kann, aber diese Richtung kann der Lehrer, auch wenn er es vielleicht gerne haben möchte, nicht festlegen, sondern im Grunde muss die Möglichkeit im Religionsunterricht zu sein, dass da ein Stück Vielfalt sich also auch artikulieren kann. Denn sonst haben wir die alten Geschichten von der klassischen evangelischen Unterweisung mit leicht abgewandelter Form wieder. Und da habe ich natürlich was dagegen. Mir liegt also daran, dass wir tatsächlich diese Offenheit haben, zumal wir ja auch Schüler und Schülerinnen haben, die nicht nur vielleicht also von der christlichen Tradition nicht viel wissen, aber das ist ein Punkt, der wirklich bearbeitet werden muss, sondern dass wir eben auch den Einfluss anderer religiöser Traditionen haben, wo man sich auch mit auseinandersetzen muss, und dadurch kommt in die Schule unwahrscheinlich viel Unterschiedliches rein. Und ich denke, es hängt an den Lehrenden wirklich, wie sie damit umgehen, und da, es klingt jetzt doof, dieses Wort, da ist ein Stück Authentizität verlangt und nicht, naja, ich weiß auch nicht. Natürlich kann man das auch sagen, was man in bestimmten Dingen nicht alles weiß. Das tut auch manchmal Schülern gut, wenn man nicht der Mensch ist, der auf alle Fragen die richtige Antwort oder auch gar keine hat. Danke, Herr Michalke-Leicht. Ja, ich würde gern drei Aspekte ansprechen, habe ich mir gerade so notiert in der Debatte. Zum einen, mir scheint an dieser Stelle deutlich zu werden, dass ich will jetzt nicht von einer Gefahr sprechen, aber von dass im Blick auf die Kompetenzorientierung eine gewisse Engführung auf einen bestimmten Bereich der Aufgaben des Religionsunterrichtes bestehen kann, nämlich der Kulturhermeneutik. Also dass Religionsunterricht dann seine Aufgabe darin sieht, primär Schülerinnen und Schüler eben kompetent zu machen, Welt und Gesellschaft und eben Geschichte und Tradition zu verstehen, in dem Sinn halt eben hermeneutisch einen Zugang zu, meinethalben zur Architektur oder zur Literatur zu finden, weil man dann die entsprechenden Topoi oder Sprachbilder oder eben Geschichten identifizieren und erklären kann. Ich will das nicht kleinreden, nur ich mir scheint es, dass wir in der Debatte auch insofern darauf Acht geben, dass wir darauf Acht geben sollten, dass wir uns nicht ausschließlich in diese Ecke begeben, weil ich denke, das wäre ein reduktionistisches Modell, was dann auch, zumindest aus meinem Verständnis von Religionsunterricht, letztlich in einem religionskundlichen Unterricht stattfinden könnte. Und das wäre für mich schon ein Punkt, an dem ich eine Unterscheidung treffen würde zwischen dem Religionsunterricht konfessioneller Prägung. Ich verstehe darunter nicht ein Modell, das so bleiben muss, wie es ist, dass man das getrennt hat. Das kann auch ganz unterschiedlich sein, aber eben mit einer erkennbaren, wie Sie gerade auch gesagt haben, Herr Kirste, mit einer erkennbaren Profilierung des Kollegen, der Kollegen, dass da eine Person ist, die steht für eine Sache. Und die Schülerinnen und Schüler, egal welcher Provenienz, können bei ihr in irgendeiner Weise Auskunft finden. Das ist meines Erachtens auch die Überleitung zum zweiten Punkt. Ich begreife das Konzept der Kompetenzorientierung im Religionsunterricht jetzt nicht als ein Modell, das gewissermaßen auch das wieder eine kühne Vokabel totalitär daherkommt und alles, was bis dato gewesen ist, irgendwie beiseite fegt. Das ist ja nicht so. Gleichwohl wird noch bilddidaktisch, es wird korrelativ, es wird symboldidaktisch gearbeitet, es werden ganzheitliche Dinge eingeführt. Also das sind ja, das geht ja nicht verloren. Also ich würde das eher stark machen auf der Ebene der Haltung, also dieser Perspektivenwechsel, der die Schülerinnen und Schüler als Subjekte des Lernens ernst nimmt oder ernster nimmt als vielleicht auch zuvor. Und dass dann natürlich auch andere Zugänge oder andere didaktische Modelle mit hineinspielen können. Und ein drittes, die Person der Lehrerin, des Lehrers, respektive Religionslehrerin, Religionslehrer, wird ja an vielen Stellen, also mir fällt immer der Michael Felten ein, ich kenne ihn persönlich nicht, aber der wird ja sehr durch die Presse auch weitergereicht, ja, seine Rezeption von Hetty, es kommt auf die Lehre an und alles andere ist Gedöns. Das ist natürlich Unfug, so wie er das darstellt,
Aber dass die Person, ich will auch sagen, die Persönlichkeit der Lehrerin, des Lehrers im Unterricht ganz zentral ist und dass Schülerinnen und Schüler mit einem großen Anspruch auch da auf die Lehrerinnen und Lehrer zukommen, das ist meines Erachtens selbstverständlich. Danke, Jörg hat sich zu Wort gemeldet. War das jetzt zu schockierend? Jörg, du bist uns gerade dran gekommen. Ich wollte dir gerade das Wort geben. Nee, er kommt wieder. Just in dem Moment bin ich rausgekommen. Ja, das mit dem Timing ist heute echt spannend. Ich denke bei der Frage auch nochmal an die Perspektive derjenigen, die in der außerschulischen Jugendbildung tätig sind und diesen Kurs ja auch mitverfolgen. Wir haben ja so eine Fokussierung hier auf den Religionsunterricht. Man kann sich ja auch aus der anderen Richtung dem Thema annähern. Und ich glaube, da kann die Kompetenzorientierung genauso gut ein Schlüssel sein, dafür eben diesen Perspektivwechsel ernst zu nehmen und darauf zu fokussieren, wie die Schülerinnen und Schüler denn auch Anforderungssituationen begegnen. Also gerade in dem kirchlichen Setting, das ja auch missionarisch verkündigend tätig ist und wo man auch bei der Motivation der Schüler ansetzt und sie eben nicht mit einem 45-Minuten-Rhythmus und in dem System Schule und mit der Möglichkeit von Bewertungen oder auch von ja, eben diesen ganzen Schulinstrumentarium nicht zur Hand hat, das stellt sich die Frage, wie man denn den Jugendlichen begegnet und mit ihnen religiöse Bildung inszeniert. Und ich glaube, da hilft denjenigen, die dort tätig sind, den Gemeindepädagogen, die in der Konfirmandenarbeit tätig sind oder auch den Pfarrerinnen und Pfarrern, die Kompetenzorientierung, um hier Anforderungssituationen zu identifizieren und um aus dem Blick der Jugendlichen, die ihnen begegnen, heraus nochmal deren Perspektive aufzunehmen, bevor sie eben missionarisch, verkündigend oder katechetisch an sie herantreten. Und vielleicht dabei gar nicht bemerken, dass das pädagogisch nichts austrägt. Danke, ja. Christian hat geschrieben, mich regt das immer auf, wie derzeit die Lehrerpersönlichkeit, die Kompetenzorientierung gegeneinander ausgespielt werden. Das bringt es vielleicht auch gut auf den Punkt, was Herr Michael vielleicht sagen wollte. Ja, Andreas? Andreas? Ich habe da noch zu Wort gemeldet. Ja, genau. Wir sind ja gestartet mit der Runde. Ich muss nur noch an einer Stelle nochmal nachschärfen oder wieder zurückbinden. Wir sind ja gestartet mit der Frage nach der Theologie der Kompetenzorientierung, wenn ich das recht erinnere. Und ich habe so die Erfahrung gemacht oder mache die ständig, dass an der Art, wie ein Lehrer Theologie versteht oder selbst Theologie oder Religion wahrnimmt und entdeckt, davon hängt ganz entscheidend ab, welche Unterrichtsszenarien er findet oder welche Lernarrangements entwickelt. Und das rührt für mich eigentlich, also das für mich eigentlich der Punkt, zu sagen, wie kann eine moderne Theologie, die zu unseren Schülern und Schülern spricht, wie kann die entwickelt werden? Das sehe ich im Augenblick eben nur bei den Lehrerinnen und Lehrern. Und ich will das deshalb sagen, weil die Unterrichtsmaterial nicht, aber die Lehrbücher durch ein Verfahren ja durchgeschleust werden müssen, in denen die Kirchen, ich sag mal so, einen gewissen reglementierenden Einfluss haben. Was ich manchmal ein bisschen, worunter ich manchmal ein wenig leide. Weil, wie soll ich das jetzt am diplomatischsten formulieren? Weil meine Überlegung dazu, das ist vielleicht so ein ganz guter Weg, meine Überlegungen dazu nicht von allen Kolleginnen und Kollegen geteilt werden. Normalerweise spielt das keine Rolle im Klassenzimmer, da guckt da keiner rein. Aber wenn das quasi nach außen tritt, öffentlich wird, dann kann in so einer Anforderungssituation oder einer bestimmten Perspektive auf Theologie und Religion schon ein gewisser Sprengstoff liegen, sage ich mal so. Ist das deutlich geworden, was ich meine? Ja, ich denke. Joachim Happel hat sich zu Wort gemeldet, Entschuldigung, und dann der Herr Michael Geleicht und Reinhard, du möchtest auch was.
mich gerade war. Okay. Ja, ich versuche. In dieser Reihenfolge wieder. Bitte. Ja. Joachim. Ja, also ist natürlich für mich keine Frage, dass Theologie an und für sich so zum Religionsunterricht gehört. Die Frage, die ein Schüler stellen könnte, wozu brauche ich das, die finde ich schon ein bisschen wichtig, weil letztlich mit der Idee der Kompetenzorientierung natürlich auch damit die Frage verbunden ist, was kann ich dann, wenn ich das jetzt gelernt habe? Und vielleicht müsste ich die Frage einfach auch dann ein Stück weit an die Theologie als solche weitergeben. Was sind denn jetzt genau die theologischen Kompetenzen, Grundkompetenzen, Basiskompetenzen, von denen wir reden? Und ich glaube, dass wir auch Theologie in diesem Sinne nochmal neu ein bisschen buchstabieren müssen, dass wir von theologischen Kompetenzen reden, dass wir verstehen, also was hilft es mir, wenn jetzt plötzlich jemand die Frage stellt, warum muss meine Großmutter jetzt so krank werden? Was hilft mir jetzt Theologie oder theologisches Denken? Was hilft mir die Ideen rund um Theodizee, dass ich mit solchen Situationen besser fertig werde? Und ich glaube, an solchen praktischen Beispielen und von solchen praktischen Beispielen her müssten natürlich theologische Kompetenzen auch nochmal benannt werden. Und ich glaube, dann ist es auch leichter, diese Argumentation im Unterricht mit den Schülern auszuhandeln. Die Frage ist ja berechtigt. Was kann ich damit machen? Ja? Danke. Nur wenn Herr Michael Kelecht? Bin ich schon dran? Ja. Okay. Ganz kurz auf Sie, Herpel, natürlich. Also in dem Sinn, ja. Also in dem Sinn verstehe ich das auch, dass Kompetenzorientierung, Anforderungssituation und vor allem die Kompetenzformulierung, wenn wir die Grundkompetenzen der EPA jetzt für das Gymnasium nehmen, auf jeden Fall in dieser Hinsicht verstanden werden können. Aber die, sagen wir mal, eine Alltagsumsetzung, ich kann dann, ich meine, wenn man es auf die Spitze treibt, ja, religiöse Kompetenz, was, es gibt ja auch manche Bildungspläne, die sprechen davon, besteht das dann darin, dass ich in der Lage bin, eine Kerze anzuzünden oder das Weihrauchfass zu schwenken, jetzt katholisch gesprochen, das kann es ja nicht sein. Also die Gefahr ist halt, dass man dann schnell in so eine kleinschrittige Verzweckung kommt. Wir haben in der katholischen Debatte da auch den Kollegen Schmid aus Bamberg, der das sehr stark anklagt, auch dass die Kompetenzorientierung eine Verzweckung von Bildungsinhalten wäre oder bedeutete, die eben eine eigene Dignität haben und nicht zur Verfügung stünden, so seine Position für irgendwelche Instrumentalisierung. Ich teile das bei weitem nicht. Ich denke, das ist ein großes Missverständnis, dem Hans Schmid hier aufsitzt. Aber er und andere, auch aus den konservativen allgemeinpädagogischen Kontexten, machen das vor allem sehr, sehr stark. Also vor dem Hintergrund eines Bildungsideals, Bildung als Menschenbildung, haben sie eine ganz große Sorge, dass Kompetenzorientierung reduktionistisch ist und ganz operativ an die Dinge herangeht oder operationalistisch, so müsste man sagen. Zum Begriff des Religionslehrers als Theologen, so habe ich Sie gerade verstanden, Herr Ziemer, ich teile Ihre Ansicht. Ich habe auch den Eindruck, dass Religionslehrerinnen und Religionslehrer die Theologinnen und Theologen auf der Höhe der Zeit sind. Wenn ich mir anschaue, was universitäre akademische Theologie so treibt, ich will jetzt da niemand, ich bin ja auch mit dem einen oder anderen bekannt und befreundet, ich will da niemand jetzt schelten, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass die Plausibilität oder die schwindende Plausibilität zum Beispiel im Blick auf die Fakultäten, auch im Gesamtkontext von Universität, also die theologischen Fakultäten, auch ein Gutteil darin liegt, weil kaum jemand erkennen kann, dass das, was da an Theologie betrieben wird, in irgendeiner Weise gesellschaftlich relevant ist. Gleichwohl halte ich das für wichtig, für die Ausbildung von Religionslehrerinnen und Religionslehrern. Das ist überhaupt kein Thema. Ich muss kompetent sein als Lehrer, als Lehrerin. Das heißt, ich muss auch die Kontexte kennen und mich da bewegen können und auch das Sprachspiel beherrschen. Aber ich brauche natürlich als Lehrer in der unterrichtlichen Praxis eine ganz spezifische
Schultheologie, also jetzt nicht im Sinne einer Schule Bultmann, Barth und so, sondern eine Schultheologie, die auf die mit den, die geerdet ist, die den auf den Spuren der Schülerinnen und Schüler geht oder mit ihnen zusammen Spurensuche betreibt. Und das ist für mich die Seite, die meines Erachtens auch notwendigerweise dazugehört, die immer auch eine existenzielle Dimension hat. Also die nicht einfach nur Wahrheiten oder vermeintliche Wahrheiten oder Setzungen oder dogmatische Positionen entweder generiert oder darstellt oder darauf reflektiert und das auch kritisiert, sondern immer auch die Frage offen hat, was macht das mit mir? Das scheint mir wichtig zu sein. Und an dieser Stelle sehe ich auch einen Konnex zu den Unterrichtswerken, weil natürlich in der Auseinandersetzung mit dem, was da, Sie haben es zu Recht beschrieben, als ausgesprochen mühsam, was die Zulassungsverfahren betrifft, das ist katholisch ja noch gesteigert als evangelisch, habe ich manchmal den Eindruck, weil da Schülerinnen und Schüler auch fragen, ja, was ist, also meinen die das wirklich? Also wenn man sich dann anschaut, den einen oder anderen Text, den wir gewissermaßen im Oberstufenband vernünftig glauben haben, übernehmen müssen, weil das so gefordert wurde von der Gutachterkommission, dann haben Kollegen mir gesagt, ich habe versucht, das irgendwie zu verhindern, und haben sie gesagt, dreh es doch dialektisch um. Nach dem Motto, hier steht etwas, jetzt verhaltet euch mal dazu und setzt euch mal damit auseinander. Also im Sinne von, wenn es das nicht ist, und das ist prima vista oftmals schnell erkennbar, ja, was ist es denn dann? Dann wäre das auch ein Anlass zur Debatte, zu gucken. Also zum Beispiel, ich nehme gerne das Beispiel Trinität, in der Systematik, in der Dogmatik, in der klassischen oder auch in der modernen Systematik, für viele Schülerinnen und Schüler überhaupt nicht zugänglich. Und dann, ja, wie denn dann? Wie denn dann eine Rede von Gott, die in dieser Tradition auch annehmbar, aufnehmbar ist? Also in diesem Sinne, das mag vielleicht jetzt kühn klingen, aber auch ein schlechtes Buch kann insofern ein gutes sein oder ein Buch, in das Teile enthält, die erstmal irritieren, provozieren, kann natürlich auch fruchtbar gemacht werden. Danke, Reinhard Kirste. Danke für deine Geduld. Ja, zum einen denke ich, sollte man wirklich sagen, es ist besser geworden mit den Zulassungen. Also ich habe ja an ein paar Schulbüchern mitgearbeitet und in den 80er Jahren war das eine einzige Katastrophe teilweise, dass ich also am liebsten schon die Brocken hingeworfen hätte. Wenn man sich also Schulbücher anschaut, in welchen Bundesländern, ist ja Ländersache, sie zugelassen werden und welche Landeskirchen mitspielen, gibt es also schon Unterschiede. Und ich denke, die Schulbücher sind tatsächlich nicht das entscheidende Problem. Das entscheidende Problem ist, wir reden ja auch von der theologischen Kompetenz, da müssen wir mal fragen, welche Theologie meinen wir denn überhaupt? Und das fand ich, Herr Michalke, leicht eben sehr schön. Wir können im Grunde in der Schule nur mit einer Theologie arbeiten, die erfahrungsbezogen ist. Also das heißt, wir müssen uns schon die richtigen Leute in Anführungszeichen raussuchen. Und siehe da passiert dann also auch mit Schülerinnen und Schülern in der Umsetzung doch einiges möglich. Es geht ja schließlich um den Transfer, den wir als Theologen und insbesondere die Religionslehrerinnen und Religionslehrer zu leisten haben, zum Schüler, aber auch umgekehrt. Das ist ja ein ständiges Hin und Her. Und an der Stelle wehre ich mich allerdings, wenn wir also sozusagen mit klassischen dogmatischen Setzungen kommen und meinen, das könnten wir irgendwie machen. Deswegen reagiere ich immer etwas leicht allergisch im Blick auf kirchliche Bekenntnisse, weil ich muss die ja erst immer übersetzen. Versteht ja kein Mensch normalerweise. Ich habe ja jetzt ein Seminar an der Uni in Dortmund, also habe immer ein Seminar in der Lehrerausbildung. Und wenn man also Studierende einlädt und sagt, ja, nun, sagt mal, was ist denn Trinität? Ja, wie stellt ihr euch das vor? Dann merkt man, so kann man eigentlich an die Geschichte nicht rangehen. Aber wenn es um Gottes Erfahrungen geht, oder wie ich Dinge erlebe, die sozusagen außerhalb meines alltäglichen Wirklichkeitsbereiches, aber in diesen hineinwirken. Ich denke, wenn wir so eine korrelative Theologie haben, dann kommen wir da auch weiter. Ich habe eben
mir auch in den vielen Jahren natürlich so meine speziellen Freunde angesehen, und das liegt eben zwischen Schleiermacher und Tillich, weil ich den Eindruck habe, dass diese Theologien auch für den Unterricht und für die religiöse Erziehung, mir geht es wirklich auch um religiöse Erziehung in der Schule, nicht nur um Religionsunterricht, dass wir hier im Grunde also die stärksten Positionen haben. Danke. Andreas hat sich zu Wort gemeldet. Ich höre dich nicht, Andreas. Du musst dich noch laut stellen. Hast du dein Mikrofon eingestellt? Ich wollte nochmal zu Herrn Michalke Leicht sagen, ich finde, dass schlechte Bücher auch gute Bücher sein können. Das zeigt so ein bisschen die Falle auf, in die man dann tappt, weil das ist dann, wahrscheinlich sind das dann Bücher für die gymnasiale Oberstufe, sehr stark kognitiv angelegt. Das beißt sich total mit dem erfahrungsbezogenen Ansatz, den Reinhard Kürze gerade gemacht hat. Und ich hätte doch ganz gerne eine Theologie für Leute in der Grundschule, wo man was fürs Leben lernt, oder für die Hauptschule, wenn es sie denn noch gibt. Und nicht nur für Leute, die, naja, im Spezialkurs in der 12. Klasse sitzen, im Qualikurs oder so. Das ist so ein bisschen schade, das ist dann wieder so eine kleine Nische, wo wir uns hinflüchten. Also, ich hätte gerne Theologie, eine breite Masse für Menschen, die weit mitnehmen und dann vielleicht auch irgendwie Freude an ihrer Kirche finden können. Das wäre nicht schlecht. Insofern frage ich mich manchmal, ob das nicht die ganze Kompetenzorientierung einen starken, auch missionarischen Charakter hat, über das Verstehen. Ich weiß, dass Religionsunterricht eine Bildungssache ist. Aber manchmal frage ich mich eben doch, ob wir mit der Bildung manchmal nicht doch ein bisschen Verständnis wecken müssten, unser Anliegen. Ich weiß, das Wort darf man eigentlich nicht sagen, Mission und so, aber naja, ich habe es jetzt getan. Herr Michalke Leicht, wollen Sie darauf antworten? Ich würde auch nicht. Die Mission ist, glaube ich, insofern verfänglich. Also ich würde eher im Sinne von Petrus, also Auskunft geben über die Hoffnung, die mich bewegt. Und die Schülerinnen und Schüler, die fragen, was kann einem denn Besseres passieren, als wenn sie fragen, wie geht das, was meinst du, wie ist das, erklär mir das mal. Ich rede jetzt, also wenn ich dieses Beispiel gerade gebracht habe von der Oberstufe und Trinität, ich bin natürlich auch in der Unterstufe unterwegs und in der Mittelstufe des Gymnasiums. Da sind andere Dinge angesagt, aber auch da fragen Schülerinnen und Schüler und wollen etwas wissen. Und also ich wollte mit dem Ganzen, also mit diesem Weg über die Bedeutung der Person noch einmal hervorgehoben haben, dass eben das Konzept des kompetenzorientierten Religionsunterrichtes eben etwas, also eben kein totales ist, sondern auch weiter ist und andere Seiten, also Sie, Herr Kirsten, haben gerade die Korrelation nochmal angesprochen, andere Seiten eben auch mit bedenkt. Ich persönlich halte sehr viel von dem Ansatz von Halpass, insofern als dass ich diese Grundidee der ästhetischen Grundbildung, also Sie haben gerade von religiöser Erziehung gesprochen, Herr Kirste, das sehe ich bei Halpass, also die Fähigkeit, hinter die Dinge zu schauen, zu spüren, also Schleiermacher ist ja das, worum es da geht, und die, also diese tiefen Dimension der Wirklichkeit, neben der Dominanz des Naturalismus, neben der Dominanz der naturwissenschaftlichen Erklärungsmodelle, die ja auf unterschiedlichen Ebenen Öffentlichkeit und auch Schule prägen, hier einen Raum offen zu halten, in dem im weitesten Sinn die Gottesfrage gestellt werden kann, nicht immer, also nicht unbedingt jetzt von den Lehrerinnen und Lehrern, sondern sehr wohl auch von den Schülerinnen und Schülern. Okay, ich schlage vor, wir gehen zur nächsten Frage weiter. Oder Andreas hat sich gerade noch zu Wort gemeldet. Bitte, noch dazu. Na, ich finde das ganz witzig, dass Sie jetzt Hubertus Halpass gesagt haben, weil ich habe heute mit einem Kollegen zusammen im Internet eine PDF von Ihnen, Herr Michalke, Leicht aufgestellt, wo Sie sich mit explizit mit Hubertus Halpass
auseinandersetzen. Und da kommt der Kollege ja nicht so wirklich gut bei rüber. Also ich kann das ja unten mal in den Link reinhauen. Die Adresse, da kann man sich dann ja vielleicht selber schlau machen. Darf ich direkt ganz kurz... Ja, machen ja. Sie das doch ja. Mal, das wäre doch schön, wenn Sie jetzt dazu reden. Also was ich an Halbfass kritisiert habe, ist, wenn Sie das Inhaltsverzeichnis aufschlagen und sich da die Grundstruktur des Buches, also jedweden Buches, also ich habe jetzt das für die Sekundarstufe 1 im Blick, dann ist das eine ganz durchkomponierte, ich glaube 36 Felder identifizierende Matrix, die meines Erachtens an der Stelle schon etwas sehr Totalitäres hat, weil sie insinuiert, also unterstellt, wenn ich das alles durcharbeite oder ich müsse das alles durcharbeiten von A bis Z, von Anfang bis Ende, und das ist der Weg und der muss konsekutiv auch dann im nächsten Jahr wieder so gegangen werden, das halte ich für nicht tauglich. Hinzu kommt, dass er ja auch sehr materialkörigmatisch an die Dinge herangeht. Also seine neuesten Publikationen machen das ja auch sehr stark, dass er in dieser Stelle Ausschau hält im Sinne von, wir müssen hier die Glaubenstradition oder die, er spricht nicht von Depositum, vom Depositum Fidei, aber doch kann man erkennen bei ihm, also sein Buch Der Glaube ist ja zum Beispiel in der Hinsicht geschrieben. Oder auch die anderen Dinge, Religionsunterricht vor Glaubens, angesichts des Glaubensverlustes, da geht er ja auch mit mir sehr ins Gericht. Also da sehe ich das Problem, dass er also materialkörigmatisch arbeitet. Sein didaktischer Ansatz, der dahinter steht, mit dem er eigentlich auch sehr stark bei den Kolleginnen und Kollegen gewonnen hat, nämlich der Sprung in den Brunnen, dieses Buch, in dem ja die ästhetische Grundbildung so grundgelegt scheint, das halte ich wohl für einen sehr, also da ist er nach wie vor ein Gewährsmann schlechthin, also auf jeden Fall, ja, also nicht in Bausch und Bogen, aber an der Stelle würde ich ihn halt kritisieren. Ja, Reinhard Kirste? Ja, ich will auch noch eine Anmerkung machen. Mir ist das nämlich gerade bei Hubertus Halbfass aufgefallen, wie er sich geändert hat. Irgendwo diese, was Sie sagen, Herr Michael, vielleicht diese materialkörigmatische Verdichtung, die im Grunde auch quasi festlegt, was denn nun zu verhandeln und was nicht zu verhandeln sei. Das ist der Punkt, wo ich eigentlich auch inzwischen nicht mehr mit Halbfass mitgehen kann, wo ja im Grunde eine katechetische Dogmatik aufbaut und das ist eigentlich, deswegen Sprung in den Brunnen fand ich faszinierend und ist faszinierend. Das ist nicht mehr Sprung in den Brunnen, sondern oder der Brunnen ist inzwischen leer und man schlägt also ganz böse auf. Gut, danke. Ich gehe mal einen Schritt weiter, dass wir noch ein paar andere Themen auch streifen. Es gab schon hier kurz eine Diskussion zu der Frage, an welchen Kriterien müsste sich ein Religionsbuch für den katholischen und evangelischen Religionsunterricht messen lassen? Möchte jemand dazu noch was sagen? Oder ist das im Chat schon ausgiebig diskutiert? Ich würde gerne noch eine Anmerkung machen zu Religionsbüchern. Ich finde es bedauerlich, aber da haben wir die kirchlichen Bremsen weiterhin, dass wir die interreligiöse Offenheit, die wir zwar im katholischen, evangelischen Religionsunterricht inzwischen haben, aber wir Christen machen die Offenheit. Das heißt also, dass es einen wirklichen Dialog im Bereich der Schulbücher faktisch nicht gibt. Und das ist eine Sache, die eigentlich auf Dauer nicht geht. Ich gehöre ja nun sowieso zu den Leuten, will jetzt hier nicht ein neues Fass mal aufmachen. Ich halte auch den konfessionellen Religionsunterricht, so wie er läuft, auf Dauer nicht für tragfähig. Wir brauchen einen interreligiösen Religionsunterricht, also keine Religionskunde, sondern einen interreligiösen Religionsunterricht. Und da läuft alles quer und das geht seit 20 Jahren quer. Und das ärgert mich maßlos, wie im Grunde alte Positionen über Grundgesetz Artikel 7.3 festgeklopft werden
oder eigenartig festgeklopft werden, statt dass man sich wirklich einer veränderten Situation aufnimmt. Nur kleiner Hinweis, dieser Zirkus, der jetzt wieder um islamischen Religionsunterricht hier gerade in Münster wieder läuft, ist ein klassisches Beispiel. Jeder versucht im Grunde über den Religionsunterricht eine kirchliche oder religiöse Machtposition durchzusetzen. Und das schadet den Religionslehrern und dem Religionsunterricht weiterhin auf Dauer. Aber das ist nicht in die Köpfe reinzukriegen. Ja, Christian Günther und dann Herr Michael Geleicht. Ja, also zu dem Religionsbuch, das bin ich jetzt eigentlich vielleicht an der falschen Adresse gelandet, weil was mir jetzt in den letzten Tagen so aufgefallen ist, ist, wie schwierig das ist, sowas zu konzipieren, wenn man das offen anlegt. Weil was jetzt in Open Rally gelaufen ist, ist dermaßen tiefgehend und gründlich gewesen. Wenn man auf dem Niveau so mit dem Konzipieren eines digitalen Religionsbuches weitermacht, dann habe ich das Gefühl, dann haben wir da die Latte so hochgelegt, dass da keiner mehr, der nachfolgt, nachträglich dazukommt, drüber springen kann oder will. Und ich denke, wir müssen uns jetzt, wenn wir da an so ein Religionsbuch gehen, da haben wir jetzt ganz viel schon erfahren, will ich jetzt gar nicht inhaltlich drauf so eingehen, aber wir müssen uns sehr genaue Gedanken machen, wie wir das hinkriegen, dass da jeder wirklich Lust hat mitzumachen und gleichzeitig dieses hohe Niveau, was wir jetzt hier in Open Rally Quest schon hatten, dann irgendwo auch beibehalten können. Also das wird für mich, denke ich, das Hauptproblem werden für das digitale Religionsbuch demnächst. Und dann ist es die Architektur. Ich glaube, da ist schon ganz viel geschrieben worden, da in dem Blog dazu. Und also was mir jetzt im Kopf noch ist, das ist diese Tatsache, dass man also wirklich modular arbeitet, dass es einen Methodenteil gibt, dass es Inhaltsblöcke gibt und dass es aber dann auch Anforderungssituationsblöcke gibt. So habe ich das verstanden. Aber vielleicht kann der Joachim dazu was sagen, weil er hat ganz viel mitdiskutiert. Joachim, möchtest du ganz kurz dazu was sagen, damit der Faden nicht reißt jetzt? Naja gut, also ich bin in diese Diskussion ja mehr oder weniger auch nur als Fragender eingestiegen und ihr wisst natürlich, dass ich als Fragender auch immer gerne supporte mit meinem Wissen, was ich für mich dazu beitragen kann. Insofern mag das sein, dass meine Beiträge so aussehen würden, als hätte ich dort konzeptioniert. Das ist aber nicht richtig. Ich habe Fragen an das gestellt, was hier bisher gemacht worden ist oder eingebracht worden ist und denke, dass wir da auch in der Tat so weitermachen sollten. Versuche zu formulieren, und prüfen, ob das funktionieren kann. Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn die Latte hochhängt. Also hohe Latten sind dazu da, dass man drüber kommt, nicht? Oder unten durch. Oder das, ja. Weiß man wenigstens, wo man ist, ja. Herr Michael Geleicht, danke für Ihre Geduld. Bitte jetzt. Ja, kein Problem, selbstverständlich. Also nur ein Hinweis zu Ihnen, Herr Kirste. Also ich habe ja guten Kontakt zum Kollegen Klaus-Peter Sajak in Münster, der da die Religionspädagogik, die katholische, vertritt unter anderem. Und er hat mit dem Kollegen Muannad Koschid einen interreligiösen religionspädagogischen Diskurs, ein Forum, die erste Tagung, Herr Lohrer, da waren Sie ja dabei, auf den Weg gebracht. Ich sehe da durchaus sehr produktive Ansätze. Auch das, was es zum Beispiel in Osnabrück an der dortigen interreligiösen Grundschule gibt. Also ich glaube auch, dass wir da künftig die Expertise, also zumindest auf dieser Ebene auch, die Expertise mehr haben werden, als wir sie vielleicht, als wir sie bis dato hatten. Also aus meiner Erfahrung als Autor zweier Unterrichtswerke kann ich nur sagen, dass die Expertise nicht unmittelbar immer so in Sichtweite ist. Wir haben natürlich, das muss ich auch zugestehen, nicht direkt jetzt uns auf die großartige Suche gemacht, das stimmt, aber
In dem Maße, in dem zum Beispiel muslimische Theologie oder muslimischer Religionsunterricht mehr und mehr Realität werden, ich glaube, das kommt. Und ich erlebe das als eine Bereicherung. Ich hatte ja auch schon erzählt, die letzten beiden Male oder beim ersten Termin, dass ich selbst in meinem Unterricht muslimische Schüler habe, auch in der Kursstufe. Und das ist überaus produktiv. Also das ist eine großartige Bereicherung, da miteinander ins Gespräch zu kommen. So viel nur dazu. D'accord. Gut, danke. Dann gehen wir vielleicht weiter zu einer bisschen anderen Frage, die aber viele Kreuzel bekommen hat. Was können digitale Lernarrangements für die Kompetenzorientierung leisten? Da sind wir auch ein bisschen im Herzen von Open Rally, als reinen Online-Kurs. Wer möchte dazu was sagen? Ich mache mal nur eine Anmerkung mit dem Seminar, das ich habe. Ich sehe, wie Studierende sehr, sehr schwer an diese digitalen Sachen ranzubringen sind. Die benutzen zwar dieses und jenes, aber dass sie wirklich damit umgehen, das kann ich natürlich nur in dieser Beschränkung sagen, die ich erlebe, ist mir das einfach immer zu wenig. Das heißt also, wir haben mit RPI virtuell wirklich eine Plattform, die viel mehr im Unterricht und für den Unterricht genutzt werden kann und könnte, aber bis zu ein paar Renommier-Digitallehrer, die wir an der Stelle haben, ist im Großen und Ganzen doch relativ wenig. Ich kann das ein bisschen übersehen für unsere Region, wo ich Schulreferent war, dass letztlich da in der Schulpraxis doch fast noch die klassischen Vorbereitungssachen laufen. Dann gucke ich mir die Seminare an, in der zweiten Phase, wo im Grunde auch diese Dinge, gerade was den Religionsunterricht betrifft, noch gar nicht genügend einfach weiter fortgeschrieben werden. Und das würde ich mir wünschen und da hängen wir eigentlich dran und sind eigentlich auch ziemlich weit vorne. Ich merke das ja, dass ihr viel weiter seid. Ich komme ja manchmal mit manchen technischen Sachen da gar nicht hinterher. Und das beruhigt mich dann immer, dass sozusagen, dass dann die Kolleginnen und Kollegen das ja auch erleben und wir im Grunde sozusagen so eine kleine Spitze haben, die also da wirklich vorangeht und hinten ist noch viel, viel Arbeit zu tun. Ja, den Moderator freut gerade, dass eine Wortmeldung nach der anderen hereinschneit. Joachim war der Erste, dann Christian Günther und dann Christian Stein. Ja, also zunächst mal nur zur Abgrenzung dessen, was digital sein kann. Also digital ist für mich in diesem Zusammenhang ein bisschen schwieriges Wort, denn letztlich muss es ja um eine mediengemäße, Online-Medien- oder Web-mediengemäße Lernarrangements gehen. Im Unterschied dazu wäre jetzt also beispielsweise digitale Bücher, die eigentlich nicht mehr liefern, als dass man sie eben dann auf seinem Laptop oder auf seinem Beamer angucken kann. Das wäre jetzt für mich in diesem Zusammenhang eigentlich nicht zu diskutieren. Weiß ich auch nicht, ob das irgendetwas bringt. Die Frage wäre also, wie weit ich dieses Arrangement in einem Netz, in dem ich nicht zeitgleich über eine große Distanz miteinander und mit Menschen zusammen lernen und arbeiten und auch kommunizieren kann, wie weit ich diese Möglichkeiten für meinen Unterricht nutzen kann oder für meine Aufgaben. Ich denke, dass gerade im Sinne von komplexen Aufgaben hier sehr, sehr viele Möglichkeiten sich eröffnen, die den Raum der Schule einschränken. Also das mal so als Ansatz. Und das muss man dann im Detail gucken. Aber ich glaube, dass erstmal es eine Erweiterung an Möglichkeiten und an damit verbundenen Kompetenzen letztlich auch gibt. Und ich glaube, die kann man für jeden Unterricht, aber insbesondere auch für die geisteswissenschaftlichen Fächer sehr gut benutzen. Sorry, Christian Günther, jetzt. Also ich denke, der Joachim hat die Sache auf den Punkt gebracht, dass es gibt ja da unterschiedliche Art und Weise, im kompetenzorientierten Unterricht mit digitalen Medien zu verfahren.
Das kann man eben so, man könnte sagen, was in der Montessori-Pädagogik das Regal mit den Legematerialien und den anderen Materialien ist, das ist das Internet für Große. Da kann man viel wühlen und fündig werden. Aber hier geht es ja um digitale Lernarrangements. Also das ist hier wieder was anderes. Und da fällt mir halt immer der Webkompetente und Andreas Ziemer ein. Von dem habe ich es gelernt, wie ein digitales, kompetenzorientiertes Lernarrangement aussieht. Also wirklich dort ansetzt, wo die Schüler sitzen und auch denken. Und das dann in seiner Offenheit dann auch wieder sehr verblüffend ist, aber auch in seiner, wie soll ich sagen, klaren Eingrenzung. Also das ist kein, in dem Block, da stehen keine Bücher, sondern da stehen also ganz klare, begrenzbare Einheiten mit Aufgaben und mit Projekten. Und das fand ich also total faszinierend und hat mir echt mal deutlich gemacht, was geht. Und ja, das ist also für mich so das Musterbeispiel. Und das andere, also eben das Netz als Reservoir für Inhalte und für Ideen, das sehe ich bei RPE virtuell im Materialpool musterhaft belegt. Danke, Christian Stein. Und dann Jörg. Ja, ich würde mich da anschließen, den Vorredner. Ich glaube, die Potenziale sind enorm. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen, zu glauben, nur weil es digital ist, funktioniert es von alleine. Also ich habe selber als Student vor ein paar Jahren noch erlebt, wie ganz viele Seminare gescheitert sind, weil die Dozenten gedacht haben, naja, die Studenten von heute, die können das ja alle. Ich habe umgekehrt bei mir in den Veranstaltungen dann sehr gute Erfahrungen gemacht, weil ich die Studierenden so ein bisschen angeleitet habe und ihnen dann aber auch deutlich gemacht habe, eigentlich können sie nichts kaputt machen. Ihr könnt noch nicht mal was löschen. Und wenn irgendwas schief geht, ich habe immer noch, also bei unserem Blog oder in einem Wiki oder sowas, letztendlich kann ich als Lehrveranstaltungsleiter, als Dozent, kann ich da noch eingreifen. Und dann hat man da viele Möglichkeiten, die Leute dazu zu animieren, selber loszulaufen und selbst auszuprobieren. Und da hat man dann diese Offenheit, die eigentlich ja auch wünschenswert ist. Ich glaube, wir sind eigentlich an dem Punkt, dass wir uns überlegen müssen, wo ziehen wir die Grenze und was will man eigentlich in welcher Lernsituation haben oder für welche Anforderungssituation muss ich welches digitale Arrangement verwenden. Und das ist noch so komplex, das sind wir einfach noch nicht gewohnt. Ja, zunächst denke ich, hat Open Rally ja schon einiges auch geleistet für die Kompetenzorientierung. Danke, dass ihr Jörg. Erstmalig Religionslesungen waren das ja quasi, die wir aufgezeichnet haben, auch frei zugänglich jetzt im Netz sind über Dauer dieses. Das ist ja schon auf der Metaebene jetzt auch in der Lehrerfort- und Weiterbildung schon ein großer, wichtiger Schritt.
sind wir hier alle mit, dass wir noch viel mehr Chancen wahrscheinlich wittern und sehen, auch in der mobilen Nutzung, in der 1-zu-1-Nutzung mit den Smartphones der Schülerinnen in der Hosentasche, im individualisierten Lernen, dass die Lernaufgaben dann auf die Einzelnen zugeschnitten werden und so weiter. Ich sehe noch wo ganz anders eine Chance, nämlich an dem Punkt, an dem wir vorhin hier diskutiert haben. Ich sage es ja immer wieder, an so einem Epochenwechsel, Sprache, Schrift, Buchdruck und jetzt so diese Digitalisierung und diese neue Kulturtechnik, die damit auch vielleicht so einen geisteswissenschaftlichen Aufbruch mit sich bringt, so wie es die Reformation zur Zeit des Buchdrucks mit sich gebracht hat, stehen wir auch vor der Herausforderung, ganz neu zu überlegen, was bedeutet denn dieses Vernetzen, dieses Digitalisieren auch theologisch, dieses Miteinander in Kontakt treten können über Distanzen, sich miteinander in Verbindung zu setzen, anschlussfähig zu sein, auch spirituell eben anschlussfähig zu sein. Und da habe ich so ein paar Beobachtungen gehabt während diesem Kurs oder auch im Entstehen dieses Kurses und bin auf den Begriff der Serendipität gestoßen. Also dieses zufällige über etwas stolpern, was wir auch im Netz beim Surfen oft erleben. Ich surfe auf einer Welle oder über diesen Informationswust und plötzlich taucht etwas auf, was meine Aufmerksamkeit erregt oder was mich begeistert, was eine überraschende Entdeckung auf einmal ist, was eigentlich so eine Epiphanie oder wie auch immer eine Schlüsselerfahrung dann auch sein kann. Also dass zum Beispiel irgendwo in der Nische von einem anderen Online-Kurs Reinhard Weber und ich uns begegnet sind und wir spontan gesagt haben, wir machen dieses Open Rally und probieren das einfach aus und jetzt sowas Großes hier daraus entstanden ist. Oder dass während wir Open Rally durchgeführt haben, auf einmal Angebote gekommen sind, wie die Spielwiese, bei der man Werkzeuge ausprobieren konnte. Oder dass jetzt schon 3 Online-Andachten stattgefunden haben, wo auf einmal nicht nur das Lernsetting und dieser bildungstheoretische Diskurs, den wir miteinander führen, reflektiert wird, sondern diese Community auch zu einer Kommunität, zu einer Gemeinschaft geworden ist. Das sind alles solche Ereignisse, die mich eigentlich auch recht zuversichtlich stimmen, dass wir solche digitale Lernszenarien nicht nur kompetenzorientiert erschließen, sondern hier auch echt theologisch in dem Digitalen noch vieles auch dann didaktisch wiederum erschließbar machen, um Religionspädagogik vielleicht auch nochmal ganz neu zu profilieren, nicht nur jetzt digital oder Perspektivwechsel oder Kompetenzorientierung. Schüler wesentlich stärker, als wenn ich jetzt beispielsweise einen frontal organisierten Unterricht mache. Also das ist jetzt nicht, dass ich für den frontal organisierten Unterricht spreche, aber das muss man sich auch bewusst machen, dass also eine sehr hohe Fähigkeit an Selbstkompetenz, an Selbstorganisation, Selbststeuerung und auch das Wissen darum, was ich dabei machen will. Dazu kommen noch andere Kompetenzen, die ich beispielsweise jetzt alles erst mühsam lernen muss. Also ich meine nicht Bedienkompetenzen. Zum Beispiel, der Jörg sagt immer, du hast nicht genug Filterkompetenz. Ja? Also permanent bei diesem Datenfluss zu entscheiden, was ist jetzt eigentlich wichtig? Was darf ich alles überlesen? Was muss ich alles gar nicht wissen? Und das ist etwas, was, glaube ich, auch Schüler dann lernen müssen. Das, denke ich, gehört zu den Anforderungen, die auf sie zukommen, wenn sie in dieser Gesellschaft auch am Wissen partizipieren wollen. Insofern ist es auch eine allgemeine Kompetenz, aber man muss sich auch klar machen, wenn die nicht so ausgebildet ist, dass möglicherweise daran auch solche
ja, im Web und digital organisierten Lernarrangements nicht erfolgreich sind. Also ich denke, da muss man sich drüber klar machen, dass die Anforderungen sowohl an die Lehrkräfte als auch an die Schüler da sehr groß sind. Das wäre ja auch eine Anfrage an RPI virtuell und Versuche in der Richtung gibt es ja, jetzt kommt wieder die Filterkompetenz, Dinge aus der Fülle des Materials, das nicht mehr zu überschauen ist, zurechtzubauen. Das ist dann natürlich irgendwo auch ja, wieder parteiisch, aber das kann Jörg man hat sich, ja glaube ich, zu sagen. Wort gemeldet. Aber dass sich im Grunde ja die Möglichkeit bietet, sich zu konzentrieren. Und manchmal denke ich, oh, wir haben ja solche Massen auch schon im RPI-Materialpool. Wie werden wir eigentlich mit diesen Materialien überhaupt noch Herr? Das heißt also, wir brauchen Strukturen, wo wir selbst, aber auch mit denen wir arbeiten, ja auch die Zugänge leichter finden. Und wie bereitet man das optisch so schön auf, dass man es auch wieder findet? Also ich suche mich ja manchmal immer wieder dusselig nach irgendwelchen Sachen. Kann natürlich an meiner Dusseligkeit liegen, aber ne, irgendwo habe ich was gesehen, dann finde ich es nicht wieder und dann sucht man. Und an dieser Stelle die Strukturen noch klarer zu kriegen, das denke ich, ist eines der wichtigen Aufgaben, damit man also auch digital jetzt nicht im Sinne irgendwo ein digitales Lehrbuch, wo man nur die Sachen im Netz hat, sondern dass man also auch digital insgesamt weiterarbeiten kann. Ja, das ist schon auch die Frage für uns gerade, die wir uns stellen, wenn jetzt RPI virtuell sich nochmal weiterentwickelt, was denn die Funktionalitäten vorrangig sein soll, eben was vorzuhalten an Material, an Inhalten, die gut strukturiert sind und auffindbar. Also wenn ich jetzt reinschaue, unsere Themenseite Advent beispielsweise wurde allein diese Woche 4.500 Mal aufgerufen. Das ist schon das vorrangige Bedürfnis von den Lehrerinnen und Lehrern, gut sortiertes Material, auf das sie zugreifen können, weiterhin findbar zu haben. Andererseits, oder ja, ich habe hier jetzt gerade eine recht unangenehme Einblendung, nachdem uns der David Rögler, zeigt sich unser jetzt hier mit Open Oberadministrator, verlassen hat, dass habe ich die Nachricht eingeblendet bekommen, dass wir in fünf vielleicht Minuten alle wieder zu Teilnehmern heute auch zurückgestuft religiös, werden. auch auf den Weg machen war sollten, jetzt so nicht beabsichtigt, aber das entspricht so circa der Zeit, die wir uns vorgenommen wir hatten. Bei Open Rally als Bewegung das heißt, wie nutzen wir die fünf Minuten auch noch? Mal, wer möchte doch gerne was beitragen? Und wenn wir weg sind, hoffe ich, wird uns zumindest die Aufnahme noch erhalten bleiben. Oder vielleicht werde ich kurz vorher dann die Aufnahme beenden, gewachsen ist oder damit von hinten her, was in der Konserve Religionslehrerinnen bleibt. Und Religionslehrer noch mal ganz anders auch das ihre ist die eigene andere Seite von der erschließen. Die Technik vielen Blogs, die haben das gezeigt und die teilnehmenden Aktivitäten, die vor allem selbst organisiert hier sich lernen, eigenständig arrangieren und Kompetenzorientierung eigentlich par excellence üben. Wie lässt sich das dann wiederum im Internet, das eigentlich so dezentral organisiert ist, als eine Gemeinschaft derjenigen, die professionell religiöse Bildung betreiben wollen, organisieren? Das ist schon eine Frage, vor der wir gerade stehen.
Ja, 4 Minuten haben wir noch. 3 Minuten sehe ich jetzt gerade. Gibt es noch eine Wortmeldung? Sonst. Ich schaue gerade mal, wie viele Leute wir noch drinnen sind. Wir bis zu 10, na, wir sind mehr. 10 Leute können ja immer drin sein. Ja, genau, wahrscheinlich. Also ganz schnell gesagt, das digitale Religionsbuch unbedingt weitermachen und wenn da auch ein paar Dinge erst in die Tüte kommen und dann wieder rausgeworfen werden, dass man das wirklich als Werkbuch in der Weise versucht, also fortzusetzen und damit entweder unten durch oder oben rüber die Leute springen lässt und auch selbst springt. Und vielleicht muss man sich dann, wie wir uns, immer wieder zusammensetzen und versuchen, das eine oder andere auszusortieren. Okay, ihr könnt cool sein. Der David Rödler ist wieder bei uns und wir können so lange weitermachen, wie wir noch brauchen. Herr Rödler, danke. Heute ist es echt lustig. Das ist spannend und lebendig. Ja, wobei dann die Audio-Streams weg sind. Also wir können dann nur noch chatten wahrscheinlich. Deshalb. Also eine Ankündigung können wir auf jeden Fall noch machen. Wir wollen nochmal die Open Rally auch von den Produkten und ganzen Beiträgen, die erstellt worden sind, Revue passieren lassen. Am 26.11. ist also nochmal so eine Runde geplant, wo wir zurückschauen und Open Rally Revue passieren lassen und die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, auch ihre Lernprodukte vorzustellen. Die könnt ihr schon im Vorfeld eintragen. Direkt auf der Startseite von Open Rally haben wir oben ein offenes Dokument erstellt. Da kann man die Produkte eintragen. Und der 26.11. wird wahrscheinlich voraussichtlich jetzt erstmal auch der Abschlusstermin sein. Und dann schauen wir mal, was dann das Weitere ist. Mach mal schnell in den Chat die URL. Pack die mal schnell rein. OpenRally.de. Ach, einfach. Ja, ich wollte dann wenigstens auch nochmal die Gelegenheit nutzen und sagen, dass mir diese Runde und auch die vergangenen Inhalte, die wir hier über diese über eure Connection, Adobe Connected oder wie immer jetzt das heißt, diesen Server, dass wir das hier abhalten konnten, das ist toll. Und dass diese Zusammenarbeit einfach so problemlos einfach zustande gekommen ist, man sich einfach, ich sag mal, ja, im Prinzip, wir haben uns noch nie gesehen im Leben, zumindest nicht real. Und wir haben einfach miteinander etwas vereinbart und eine Veranstaltung über ja doch einige Wochen miteinander durchgezogen. Das finde ich schon auch ein spannendes Experiment. Ich weiß nicht, ob man das auch als ein Beispiel oder als Ja, an dieser Stelle auch nochmal ein eine herzliches Danke Möglichkeit von an alle Macher auch bei der konsistenzorientierten virtuellen PH, Religionsunterricht oder von wo einem wir, und ja, das ist vielleicht auch so ein Szenario Kennzeichen für dieser digitalen Community, konsistenzorientierten dass hier Religionsbericht also sehen könnte, weil auch ich mir diese schon vorstellen Hilfsbereitschaft dann könnte, dass irrsinnig manches spontan auch Schüler kommt organisieren und können. unproblematisch ist, Und ja. deswegen also Herr unter Rödl und ich diesen haben uns ganz kurz mal Sinne, denke zufällig ich, online haben wir getroffen und miteinander sonst hier lief das auch also ganz Ansätze unbürokratisch schon nebenher. Und dafür ausprobiert möchte an ich mich auch dem, ganz was herzlich bedanken, dass das so toll auch im funktioniert hat, auch komplexen mit der Szenario von Unterstützung, Religionsunterricht, also dass wir wirklich trotz in dem Sinne konkurrierenden von, Veranstaltungen denn trotzdem es noch geht nicht diesen darum, Raum hier gekriegt einen haben, um hier einfach Google weitermachen Hangout zu zu können. starten, sondern Vielen, wirklich vielen Dank. miteinander über dieses Medium auch was zu verhandeln und auch Ergebnisse zu erzielen. Das haben wir hier miteinander, glaube ich, schon Ja, hinbekommen. dann würde ich fast sagen, Das finde ich wir ein werden es wirklich gelungenes dann Beispiel. langsam beenden. Jörg, möchtest du noch was sagen? Hat gerade für mich so ausgesehen. Okay. Auch vielen Dank nochmal an Sie, Herr Michalke Leicht. Ja. Sie waren einer der Ersten, der ganz selbstverständlich gesagt hat, da bin ich dabei, das probiere ich aus. Ja. Und auch für diese unkomplizierte Zusammenarbeit, großartig, dass Sie hier dreimal einfach ganz unkompliziert dazugekommen sind, ohne große Ansprüche auch zu stellen. Das war großartig. Ja.
Ich kann mich den Dank ja, anschließen. Danke. Die ist uns bewusst, die ließ sich aber virtuell nicht steuern. Nein, also ich fand das sehr, sehr spannend. Wir haben spannend, schon viele Knöpfchen, dass sowas aber die gerade möglich haben wir nicht gefunden. Und vielleicht wird es ein Stück weit bald auch noch selbstverständlicher, denn bisher sind wir ja doch gut, noch die Ausnahme. Dann beende das sollte ich, eigentlich spiel noch nicht die noch Ausnahme, Jingle sondern ein, damit ein Stück Selbstverständlichkeit werden. Mut dazu, besonders ihr Technik sogar. Wahrscheinlich. Hey, wo ist es hin? Ich muss es wieder freigeben. Nee, das ist mir jetzt zu mühsam, oder? Nee, es muss sein. So, einen Moment. Wir geben uns alle Mühe. Schönen Abend an alle und danke fürs Dabeisein und auch fürs nachträgliche Ansehen. Wir bleiben in Kontakt, weil wir sind Open Rally. Schönen Abend, gute Nacht. Ja. 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 Ja, und beim digitalen Religionsbuch ist eine Frau ja Mitinitiatorin. Ja. Jawohl. Vielen Dank allen. Ja, danke. Tschüss miteinander. Tschüss.